Ich unboxe heute die The Last of Us Part 2 Ellie mit Machete-Figur. Let's go. So Leute, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing. Ich unboxe heute die The Last of Us Part 2 Ellie mit Machete-Statue. Steht hier unten nochmal. Ich habe das Ding schon ein bisschen rumliegen. Ich habe es, glaube ich, direkt zur Release von The Last of Us 2 habe ich es mir geholt, was jetzt ja auch schon eine ganze Zeit zurückliegt. Aber ich hatte noch nicht die Möglichkeit, die Figur auszupacken, beziehungsweise ich hatte noch nicht den Platz dafür. Das hat sich jetzt geändert, deswegen packen wir die mal aus. Wir können uns ja mal die Box ansehen. Ich habe das damals direkt bei Dark Horse bestellt. Das sieht man hier unten. Was jetzt ein bisschen doof ist, dass sie hier ein bisschen eingerissen ist. Ich habe den Hersteller habe ich ja kontaktiert, aber man bekommt ja nie eine Antwort. Von dem her, da ich die auch auspacke, war mir das dann wurscht. Ich glaube, die kann man auch noch so kaufen. Die ist jetzt nicht wirklich so selten, wie man eventuell denken könnte. Und naja, komm, wir gehen jetzt mal da rein. Also von der Seite sieht das ganz normal aus. So sieht die Figur am Ende aus. Wir werden das Ding jetzt mal auspacken und dann würde ich mal sagen, let's go. Dazu zu sagen ist noch, ich habe die Figur noch nicht ausgepackt. Also ich habe keine Ahnung, was da jetzt so drin ist. Mal gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein Zertifikat. Ein Zertifikat? Wozu braucht man denn ein Zertifikat? Naja. Ach so, das ist direkt hier drin. Das muss man gar nicht groß weiter auspacken. Das ist einfach so. Liegt das hier drin, ne? Damit das halt echt ist. Okay, damit schmeiße ich natürlich nicht weg. So, dann packen wir mal weiter aus. So, dann machen wir das Ding mal auf. Hier sieht man nochmal, The Last of Us Part 2 ist raufgedruckt. Dieses Styropor. Ich hoffe, die Figur ist ganz geblieben, aber ich denke mal schon. Und da ist er auch schon. Sogar zweigeteilt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die einem Teil ist. Der Fuß ist relativ schwer. Packe ich gleich mal aus. Ich hole die erstmal komplett raus, die Figur. Und dann packen wir die komplett mal aus. So, dann packen wir das Ding mal aus hier. Ich hätte mir die ein bisschen größer vorgestellt. Die ist jetzt nicht ganz so groß, wie ich gedacht hätte. Pack das mal separat aus hier, das beides. So, dann haben wir einmal hier den Standfuß. The Last of Us Part 2. Von unten auch nochmal. Naughty Dog und Dark Horse Direct. Es gibt auch noch zwei andere Figuren. Die habe ich auch schon vorbestellt, aber die sind noch nicht da. Ich weiß nicht, ob die dieses Jahrhundert noch rauskommen. Die habe ich ungefähr seit 2 Jahren schon vorbestellt oder so und die bekommen das einfach nicht hin. Wenn es soweit ist, werdet ihr das Video natürlich hier auf meinem Kanal sehen. Hier sind nochmal so Dämpfer, ganz cool. Ja. Und genau, hier ist Ellie. Was soll man sagen? Ist halt Ellie, ne? Ellie mit dem, hier sind nochmal so 3 Dinger drin. Das ist komplett ist komplett hier festgemacht. Die Machete auch. Muss man aufpassen, dass man, also wenn die Figur runterfliegt, denke ich mal, wird das abbrechen hier. Detailgrad geht so. Ich weiß gar nicht die andere Figur, die ist ein bisschen detaillierter. Das Video könnt ihr auch noch auf meinem Kanal sehen. Die Figur von der Collectors Edition und mit der Gitarre, ne? So, ich baue das jetzt mal zusammen hier. Ist auch nicht groß, also großer Arc. Denke mal, hier nur reinstellen. Moment. So. Und damit ist es auch schon fertig, ne? Das ist die Figur, Freunde. Ich drehe die jetzt mal für euch. Und ja, also ich finde sie sehr gut. Außer, also das Gesicht ist jetzt nicht so detailreich, aber alles andere ist ziemlich geil. Auch wie es angemalt ist hier, ein bisschen dirty hier an den Schuhen hier unten. Das ist schon cool. Kannst du eigentlich nichts sagen. Eigentlich eine ganz schöne Figur. Hier unten nochmal Last of Us Part 2. Alles dabei, was man braucht. Die kommt jetzt in mein Regal. Und ja, das war's dann auch schon wieder für das Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls, dann lasst mir gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr Bock habt. Oder schaut mal auf Twitch vorbei, da bin ich regelmäßig online. Quatsch übers Gaming, zocke und bau lustige Sachen. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.